Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben heute ein kleines Tasting vor mit dem Hannes. Das ist der Hannes. Moin. Letztens im Stream wurde nämlich gefragt, Ramses, kennst du eigentlich die Schneemaß? Da dachte ich, das ist irgendwas Perverses mit Urin oder so. Wenn du jetzt da in den Schnee reinpisst und dann kommt der Nächste und sagt, hier willst du eine Schneemaß und du, oh, das ist aber lecker und dabei. Naja, wurde ich aufgeklärt, das ist ein Maßkrug mit Limonade, mit Schnäppes und mit Eis drinne. Und die wollen wir jetzt mal probieren, die wollen wir jetzt mal nachmachen. Wir haben extra dann bei Sir Edward gegoogelt, der hat nämlich auf seinem Kanal auch immer lauter Videos. Das Kultgetränk aus den 70ern hat er reingeschrieben, die Schneemaß. Ah, das hält hier mal nicht. So, das wollen wir jetzt mal nachmachen. Dafür haben wir uns natürlich beide hier ein Maß besorgt, also ein Bandmaß. Warte mal, das ist die falsche Seite, so rum, ein genau. Ein Krugmaß. Ein Maßkrug, der wurde gesponsert vom Eiskorb Jens. Den packen wir jetzt gleich mal hier aus, dass jeder hier seinen Maßkrug hat. Das ist ja wichtig, dass eine Maß im Maßkrug kommt. Dann haben wir hier eine Flasche Clara, mild und rein. Heimat bester Spirituosen Nordbrand Nordhausen. Der hat 30. Der Doppelkorn, Nordhäuser Doppelkorn hat er 38, der hat 30. Aber ist ja egal, das ist ja alles fast das Gleiche. Den Clan aus Nordhausen trinkt man am besten eisgekühlt. Der eignet sich aber auch ideal für Mixgetränke. Ja, also. Oder vor der Frühschicht. So, deswegen schenken wir uns jetzt erstmal ein. Der Edward meinte ja, so ungefähr bis zum ersten Ring. Unsere Ringe sehen aber anders aus, deswegen gehen wir bis zur Hälfte vom zweiten Ring, dass wir so im Prinzip eineinhalb haben. So, ich schenke das jetzt mal hier ein. Das ist ein Ring. Das ist eineinhalb Rings. Jetzt machen wir das gleiche nochmal beim Hannes. Das ist ein Rings. Das ist eineinhalb Rings und da ist die Flasche schon wieder weg. Ne? Das ist 0,7 Liter in so einer Flasche, riecht auf jeden Fall sehr bezaubernd. Dann Schneemaß. Wir brauchen natürlich noch die gute Eiscreme Bourbon Vanille von Ja. Sehr günstig, kann ich euch empfehlen. Vier Kugeln Eis. Die beste Vanille, Bourbon. Der Hannes, der wollte Bourbon. Ja, ich sag mal Bourbon. Bourbon? Mach das mit Bourbon, genau, dann ist es noch besser. Der Hannes wollte erst Walnusseis nehmen, das hatte noch mehr Style. So, da sollen jetzt also vier Kugeln Eis rein. Man macht einfach mal so und sagt sich, ah, das ist eine Kugel. Jawohl. Also hier, das ist die zweite Kugel sozusagen, und dann kommt hier so die dritte Kugel. Das war die größte wahrscheinlich. Dann haben wir hier die vierte Kugel, ungefähr so. Das Eis ist jetzt kein Eis mehr. Das Eis, das kannst du schon trinken. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, haben hier eine Kugel Eis für den Hannes. Eine zweite Kugel Eis für den Hannes. Eine dritte Kugel Eis für den Hannes. Und eine vierte Kugel Eis. Da lasse ich das gleich mal kurz so drin. So. Was jetzt noch wichtig ist, man füllt diesen Nordbrand Clara Bourbon Vanille ja Eiscreme Becher auf mit, wie hat er gesagt, mit ein gelbes Limonaden. So. Der Hannes, der ist ja wegen kein Zucker, hat er sich hier diese günstige Ja-Orange ohne Zucker besorgt. Ich habe mir die Original Fanta mal geholt. Jetzt füllen wir das beides noch auf. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt schräg halten muss oder nicht. Nee. Wir machen einfach mal irgendwas. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich klau mir mal kurz deinen Löffel. Ja, mach ruhig. Da hängt noch die ganze Kugel Eis dran. Das wird nix. Da muss ich erst dein Eis ein bisschen rummachen.
Jetzt ist es so. Ja, guckt euch das an. Da kann man da hier diese gelbe Farbe, die gerade noch ist, die lässt nämlich danach. Das wird nämlich dann alles schön weiß. Deswegen heißt das auch Schneemaß, weil das dann alles so richtig schön schaumig und schneeig und delicious wird. Machen wir hier noch ein bisschen runter und hier noch ein richtig bisschen schönes Häubchen und hier noch ein bisschen. So. Jetzt propfen wir das alles rein. Habt ihr das auch schon mal probiert? Kennt ihr auch die Schneemaß? Oder mit was habt ihr die Schneemaß gemacht? Ich meine, Vanilleeis ist ja einheitlich Vanilleeis. Da kannst du nicht viel machen. Wenn du Fanta nimmst, hast du Fanta. Aber was habt ihr da für Schnaps genommen? Das würde mich interessieren. Kann man das auch mit Wodka machen? Oder kann man da auch, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Unterschied ist, ob ihr den Nordhäuser Doppelkorn nehmt oder den Clara oder ob das verwandt ist, ob das alles dasselbe ist. Hier kannst du noch ein bisschen in deinem Glas rumwühlen, wenn du noch dein... Sieht doch nett aus, oder? Sehr gut. Wir haben ja auf dem Markt haben wir einen Italiener, ein Eiscafé. Das könnte der doch in die Karte aufnehmen, dass du da einfach sitzt gemütlich mit 4 Kugeln Eis und schön fruchtig und lecker. Wir haben das Stadtcafé direkt, wir haben also mehrere, aber keiner bietet sowas an. Was ich sehe, ist immer Sanfter Engel. Da packen die dir auch hier irgendwie Orangensaft, also nicht Limo, aber Saft, Orangensaft mit einer Kugel Vanilleeis ins Glas rein, aber das ist hier ein ganz anderes Kaliber. Die Farbe sieht auf jeden Fall gut aus. Ich werde jetzt mal, was ich sonst vergesse, man macht ja keine Bilder mehr heutzutage, wenn man YouTuber ist, dann fotografiert man ja nichts mehr. Ich mache mal kurz einfach mal ein Bild als Andenken, dass ich weiß, dass wir schon mal hier gesessen haben, wenn ich mich morgen nicht daran erinnern kann. So, eine Schneemaß. Ich glaube, danach braucht man nichts mehr. Wir müssen ja heute noch einen Stream machen. Vielleicht machen wir heute auch noch ein Tasting. Mal gucken so. Wir müssen noch ein paar Sachen machen. Das ist ja jetzt nur was so, ne? Deswegen, Hannes. Für nebenbei. Prost. Prost. An dich. Und auf ein gutes Gesöff. Kann man das überhaupt trinken oder ist es so zum Essen? Warte mal, ich muss mal ein Stück Fanta reinmachen. Das haut aber richtig rein. Der Schaum, der ist schon richtig. So, dass der Berg oben rausquillt. Was ist damit? Der Schaum hat die meisten Prozent. Das ist ja auch kein Schaum, das ist ja keine Ahnung was. Eine Schneehütte. Ja. Das ist gut, ne? Ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr gesponsert von 500 Dosen Bier. Sondern von Nordbrand Clara. Da gönne ich mir jetzt jeden Tag eine Flasche mit 4 Kugeln Eis. Das ist bestimmt das Gesündeste, was du machen kannst. Nein, aber diese Kombination doch. Das ist sehr lecker. Wer wirklich mal im Sommer eine Erfrischung braucht oder statt einen Eiskaffee irgendeinen Cocktail, was alkoholisch ist und dann auch noch in einem ganzen Maßkrug und dann auch noch so schön cremig und sahnig und was will man mehr? Ja. Ist trotzdem eigentlich auch relativ günstig. Bezahlt hier 4 Euro für den Clara, bezahlt hier 2 Euro für das Eis, ja. 1 Euro für die Fanta vielleicht. Richtig. Hast 2 Maßkrüge voll. Wahrscheinlich würde noch ein dritter gehen, also 3 Liter feinstes Gesöff. Also für 3 Leute ist es schon eine schöne Party. Ja, der Manns wollte eigentlich auch noch, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Deswegen, der hat heute noch zu tun. Dem ist es vergangen. Wer das nicht kennt, probier das wirklich mal. Ja, das ist sehr lecker. Prost. Groß, klingt auch auf jeden Fall interessant. Warte mal, auf, so, die, bitte auf die Schneemaß. Auf die Schneemaß, genau. Ja. Hast du zwischendurch immer wieder was zum Lutschen und Kauen? Wenn das Eis. Wenn das Eis noch bröckelig da rumliegt. Sehr, sehr lecker. Man kann es wunderbar trinken. Das muss man schon dazu sagen. Ja. Das ist ganz Feines. Brauchst du nicht hier ein Dings, da bezahlst du 4 Euro für so einen kleinen Becher mit einer Kugel Eis drin. Kannst du dir auch selbst machen.
natürlich, und das kannst du dir aber auch variieren, wenn jemand mehr Eis reinhaben will oder mehr Alkohol. Dann kann das ist richtig gut variieren. Wie mehr Alkohol, wer macht denn sowas? Ja, das weiß ich nicht, aber wir nicht. Gibt bestimmt welche, die machen sich hier 0,7 Liter die ganze Flasche Clara rein, ja. Nehmen dann so ein Wassereis, fertig, genau. Zack, also das ist die Hardcore-Version. Orangeneis. Also was die wichtigste Frage eigentlich ist, was gibt es noch für Maß, die man testen könnte? Was kennt ihr für Maß? Weil das war ja trotzdem ein Zuschauerwunsch oder ein Zuschauervorschlag, mal eine Schneemaß zu testen. Was kennt ihr für Maß, die noch interessant sind? Wo man mal danach googelt, aus was das besteht, was das sein soll. Einen Vorschlag haben wir ja noch, die Odelmaß. Odelmaß hieß es ja auch, müsst ihr auch mal probieren. Das wäre das zweite, was wir noch machen könnten. Ihr könnt aber unter dieses Video gerne mal Vorschläge schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Kultgetränke kennt, sonst muss ich den ganzen Kanal vom Edward auseinandernehmen und schauen, was es da alles gibt. Eine Farco zum Beispiel, muss man auch irgendwann mal machen. Ja. Von der goldenen Handschuh, die Fanta Cola. Ach, Cola. Fanta Korn, meine ich. Ja, Fanta Korn. Fanta Korn, Farco. Ja, Korn haben wir ja drin. Oh, jetzt ist mir schon richtig schlecht, weil das alles so viel Eis ist. Wer isst denn sonst vier Beutel Eis auf Ex? Also in so kurz, so mit einmal dann. Tja. Das haut nein, das Teil. Das ist echt kompliziert, das zu trinken. Inzwischen durch immer wieder die Titanic ankommt und fährt euch gegen den Kopf. Muss man es rumdrehen nochmal. Also man kann das ja genießen, man hat ja Zeit. Und Edward hat bestimmt dann auch hier des Abends dann. Man muss es ja jetzt nicht mit einmal reinschlingen, ne? Wir sagen es nochmal dazu. Don't try this at home. Das auf jeden Fall. Try this hier am Hefemarkt, ne? Genau. Das seid ihr wenigstens nicht zu Hause. Aber ist eigentlich auch so ein Genussgetränk, schätze ich mal, oder? Ein Eisbad. Was machen wir mit dem Rest? Morgen mitnehmen, der Mama geben. Guck mal, Mama, ich hab dir was mitgebracht. Eine Schneemaus. So, dies ist jetzt leer. Und es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob ihr das jetzt hier zu Hause macht, abends gemütlich. Oder ob ihr jetzt wie wir hier einfach mitten draußen sitzt, mitten in der prallen Sonne. Da ist natürlich dann der Clara nicht mehr kalt, die Fanta nicht mehr kalt, das Eis ist schon halb geschmolzen. Also anders ist das ja nochmal ein ganz anderer Genuss, wenn das richtig schön gekühlt ist. Wir mussten uns halt jetzt beeilen, wir waren vorhin erst einkaufen für das Eis, mussten das heimbuxieren. Wir haben das ganz kurz alles mal nur kühl gestellt. Normalerweise ist das ja alles richtig. Eiskalt. Noch kälter, noch mehr Genuss, noch mehr Erfrischung. Aber ich denke mal, gerade für den Sommer wird das ein super Getränk sein, was man unbedingt mal getestet haben sollte. So, das war es jetzt von unserer Seite aus. Ja. Und Hannes hat es geschmeckt. War gut. Mir ist es schlecht. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Und wenn ihr noch irgendwelche Maßgetränke habt oder andere Kultgetränke, schreibt es mal in die Kommentare. Ne? Tschüss. Peace out, Vorhaut. Oh, da kommt GDA um die Ecke, schnell weg.